Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da mit dem Kapitel Review zu One Piece 928. Und zwar sind wir gleich am Anfang wieder in der Mine, in der momentan Ruffy und auch Kid ackern, um Essensmarken zu verdienen. Der Opa aus dem letzten Kapitel, den Ruffy gerettet hat, bedankt sich tausende Millionen Mal dafür, dass er gerettet wurde. Ruffy sagt einfach nur, hey, war nichts, und gibt ihm ein paar Essensmarken. Das Kuriose an dem Opa, der hat irgendwie eine Flamme auf dem Kopf. Sieht so ein bisschen sogar fast so aus wie so eine verkrüppelte Teufelsfrucht, aber ist wohl eine Flamme. Dann kommt auch noch Raizo auf einmal her. Der poppt einfach auf. Rauchwolke, da bin ich. Und sagt, er hätte wohl den Schlüssel gefunden für die Seesteinhandschellen. Diese würde aber schwer bewacht werden und wäre in einer Schachtel aus Seestein. Und dann verschwindet er plötzlich wieder. Und bei Ruffy sieht es so aus, als hätte Ruffy gewusst, dass Raizo da ist. Was schon ein bisschen komisch ist, weil... Woher? Haben wir so einen kleinen Zeitsprung dazwischen jetzt einfach gehabt? Wäre zumindest gut möglich. Dann kommt Caribou und sagt, hey Ruffy, hast du nicht auch ein paar Essensmarken für mich? Ich schließe mich auch deiner Allianz an. Und ich will Caribou nicht dabei haben. Bitte nicht. Auf jeden Fall sagt Ruffy, nicht für dich, aber frag doch mal Kid. Vielleicht gibt er dir ja ein paar. Und dann meint Caribou nur, den frage ich lieber nicht, denn da gibt es momentan so Gerüchte, dass Kid wohl gar nicht so stark sei, wie er tut. Er hätte wohl Big Mom angegriffen und hätte dabei seinen Arm verloren. Plötzlich liegt eine Spitzhacke direkt auf Caribou und ein wütender Kid taucht auf und sagt, hey, ich habe gegen einen Sweet Commander von Big Mom gekämpft und habe ihn auch verwundet und habe Big Mom etwas geklaut, aber meinen Arm habe ich gegen den Shanks verloren, beziehungsweise gegen die Rothaar-Piraten, also Shanks Piratenbande. Ob er jetzt tatsächlich gegen Shanks gekämpft hat, sei jetzt mal dahingestellt. Aber die Frage ist, so viele andere Leute mit Schwertern, die den Arm abhacken könnten, haben wir ja an sich nicht gesehen. Was halt echt sehr interessant ist, ist einfach diese Sache mit Shanks, rote Haare, hat einen Arm, den linken Arm verloren. Kid, rote Haare, hat den linken Arm verloren. Das irgendwie spinnt sich da alles zusammen. Ganz, ganz komisch. Also ich weiß noch nicht, was so dahinter steckt. Ob die irgendwie eine tiefere Verbindung miteinander haben. Aber das ist jetzt mal was für ein anderes Video. Was auch eine Frage ist, ist einfach, was hat Kid wohl Big Mom geklaut? Die Tamatepate-Box war ja noch da. Das Rio-Pornoglyph war noch da, als Ruffy und so da waren. Was hat er ihr weggenommen? Das ist sehr, sehr komisch. Man hat auch nichts im Whole Cake Island Arc gehört davon, dass sie irgendwie was vermisste oder irgendwie was hätte haben wollen. Wo sie dann hinterher war, weil so wichtig kann es nicht sein, weil sonst hätte sie ja letzten Endes Kid verfolgt, so wie sie jetzt momentan Ruffy verfolgt. Oder wie sie Ruffy verfolgt hat, als sie den Kuchen hatten. Naja, ganz, ganz komisch. Auf jeden Fall wechselt die Szene danach wieder in die Hauptstadt und wir sehen endlich Komurasaki und sie sieht wirklich geil aus. Sanji kriegt auch schon wieder herzförmige Augen, aber die ganze Stimmung wird erstmal getrübt, denn es tauchen drei ältere Männer mit Messern auf, die Komurasaki töten wollen. Diese werden aber prompt von einer Wache von Komurasaki erledigt und dann erinnert sich einer der alten Männer an die Geschichte mit Komurasaki, die er erlebt hat. Und zwar war Komurasaki einmal bei ihm und hat dann geheult und das ist alles so scheiße und der Shogun will mich und ich möchte nicht, aber ich habe kein Geld, um mich freizukaufen. Ja, und der alte Mann, also wenn Männer mit Penissen denken, ihr wisst ja, was daraus passiert. Ist immer so eine Sache. Auf jeden Fall hat er sein ganzes Hab und Gut verkauft und hat nach und nach Komurasaki das Geld in den Rachen geschoben. Als er dann letzten Endes die letzten 500 Gold hatte, um Komurasaki freizukaufen, ging er ins Bordell und wollte eben ihr das Geld in die Hand drücken, damit sie sich selbst freikaufen kann. Und alle lachten ihn aus. Komurasaki kam heraus und sagt, hey, ich habe dein ganzes Geld ausgegeben. Tut mir leid, Bro. Und dann tauchte auch Kiyoshiro auf und wollte schon richtig Stunk machen und haben den alten Mann dann halt einfach rausgeschmissen. Ja, Komurasaki ist wohl eine ziemliche Bitch. Ich hoffe, ich darf das hier nie sagen. Und verarscht wohl die Männer. Weil so hat es wahrscheinlich mit diesen anderen zwei älteren Herrschaften auch gemacht. Und so kommt sie an ihr Geld und kann den Prunk, also hier in Geld leben, Geld schwimmen. Was dann interessant ist, die Szene wechselt dann direkt am Ende zu Momonosuke und Otama. Die beiden unterhalten sich und Otama fragt Momonosuke, hast du eigentlich wirklich eine Schwester und lebt sie noch?
Momonosuke erzählt ihr, ja, Hiyori müsste jetzt mittlerweile 26 Jahre alt sein. Er hat zwar schon davon gehört, dass seine Mutter gestorben ist, aber er hat noch nichts darüber gehört, was denn eigentlich mit seiner Schwester passiert ist. Auch keiner hat erwähnt, dass sie gestorben ist. Deswegen glaubt er selbst noch, dass sie noch am Leben ist. Und hier ist jetzt an sich das Interessante. Wenn ich mir jetzt nochmal kurz die Panels genauer angucke, wir haben auf Seite 16 das Panel, wo halt Komurasaki sagt, ich hasse arme Leute. Und dann der letzte Satz auf dieser Seite ist, Lady Komurasaki ist hier. Und dann direkt switcht die Szene rüber nach Kuri, wo sich Momonosuke und Otama befinden. Und der erste Satz auf diesem Panel ist dann, du hast eine kleine Schwester, Momonosuke? Es ist immer so schwierig, aber für mich sind solche Szenenwechsel immer so eine Sache. Und zwar immer der letzte Satz auf einer Seite und der erste Satz auf einer Seite könnten miteinander verknüpft sein, sodass Oda uns zeigen wollte, ja hey, Lady Komurasaki ist da. Und auf einmal wird darüber geschwätzt, wo ist denn eigentlich Hiyori? Also könnte es doch gut möglich sein, dass Hiyori Komurasaki ist. Frage ist jetzt halt einfach nur, ist sie jetzt mittlerweile einfach böse geworden? Wo ist denn der Retainer, der eigentlich auf sie auf hätte passen sollen? Oder ist es von ihr sogar mehr so ein Komplott, dass sie immer weiter hinkommt, irgendwann an den Shogun rankommt und dann um sich rächt für das, was mit ihrem Vater, mit ihrer Mutter und mit ihrem Bruder passiert ist? Also ich denke, für mich ist momentan Hiyori ist Komurasaki, aber na gut. Momonosuke trainiert momentan den Schwertkampf und sagt, es ist besser, wenn er Hiyori jetzt noch nicht trifft, sonst wäre sie selbst auch in Gefahr. Damit endet auch schon das Kapitel. Es war ganz nett, wir haben ein paar kleinere Infos bekommen und wie gesagt diesen Spoiler oder diese Spekulation, dass Hiyori wirklich Komurasaki sein könnte. Ansonsten war in dem Kapitel nicht sehr viel los. Nächste Woche haben wir wieder eine Pause, leider Gottes, das kommt ja jetzt erstmal über die Weihnachtszeit häufiger vor. Auf jeden Fall hoffe ich, dieses kleine Video hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, da unten gibt es noch einen... Weiß nicht, auf welcher Seite das auf YouTube rauskommt. Da unten gibt es einen Abo-Button, dort könnt ihr meinen Kanal abonnieren, wenn ihr keine Videos in Zukunft mehr verpassen möchtet. Schreibt mir eure Meinung doch auch einfach in die Kommentare und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder hier auf Faceful TV. Ciao!